Hi zusammen und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Und ja, heute aus einer anderen Ecke. Nicht aus dem Schrank und nicht mit Whisky zum Probieren. Aber ich habe trotzdem ein Video für euch. Sie auch nicht Sonntag, also von dem her. Ja, fast schon logisch, dass ich was anderes mache. Ja, Hintergrund. Ich meine, wir alle beklagen uns ja hier und da, dass die Whiskys, gerade die Single-Cask-Sachen, die unabhängigen Abfüllungen in den letzten ein, zwei Jahren rapide teurer werden. Und gerade bei unabhängigen Abfüllungen ist das so ein Phänomen, dass die inzwischen oftmals die Preise regulärer Official Bottlings überschreiten. Sicher? Man hat auch dort immer noch wirklich die Chance, herausragende Whiskys zu bekommen und die sind auch durchaus ihr Geld wert, aber das ist nicht der Punkt. Wir hatten vor Jahren, als ich angefangen habe, mich intensiver, sag ich mal, mit Whisky zu beschäftigen, vor 7, 8, 9, vielleicht sind es auch schon 10 Jahre, hatten wir ja das Phänomen, dass man wirklich günstige, unabhängige Abfüllungen gekriegt hat, die den Standard-Whiskys überlegen war und um ein Vielfaches günstiger war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren sind diese Abfüllungen bei den Unabhängigen sehr, sehr schwankend gewesen, wenn ich da Richtung Signatory gucken darf. Und auch andere haben in ihren Einstiegsserien Whiskys drin gehabt. Da frage ich mich dann ganz ehrlich, waren nicht die ganz einfachen Standards von mancher Destillerie deutlich besser und günstiger wie das, was mir die Unabhängigen zum Teil auch dort in Small-Batch-Sachen, sprich nicht mal mehr Einzelfass, anbieten. Und ja, diese Diskussion, die hatte ich ja nicht alleine. Das geht dann durch Whisky-YouTube und wie ihr wisst, viele von uns Whisky-Tubern sind ja untereinander irgendwo verknüpft. Sprich, man unterhält sich und wir kamen dann irgendwo zu dem Schluss. Wir sollten vielleicht mal über brauchbare Standards reden, die man 2021 durchaus noch empfehlen kann. Und wir haben uns da ein klein bisschen abgesprochen und darauf geeinigt, dass jeder mal 3 Tropfen vorstellt, die es aktuell dieses Jahr noch zu kaufen gibt, die man vielleicht sogar dieses Jahr gekauft hat und von denen man positiv überrascht ist, beziehungsweise die man jedem empfehlen würde und sagt, hey, kriegt ihr guten Whisky, der Preis ist fair und da gibt es eigentlich nichts zu motzen. Wichtig für mich war bei der Sache auch einfach, dass ich hier Destillerien hervorheben möchte, die mir ein klein bisschen mehr bieten als die 40%. Trotzdem das Ganze als Standard laufen lassen, gut verfügbar sind und preislich für mich absolut im Rahmen. Und ja, ihr kennt mich. Also ich müsste normalerweise jetzt hier mit weiß Gott wie vielen Flaschen Kleinlisch 14 rumwedeln. Ich habe mir tatsächlich geschworen, ich lasse ihn heute aus diesem Video zumindest optisch raus, ich muss ihn trotzdem erwähnen, das ist für mich so einer dieser Standards, die muss man einfach haben, also das ist ein Top-Whisky. Legt euch einen Vorrat davon an, ihr könnt gar nicht zu viel davon haben. Gehen wir zu den anderen Tropfen, die ich ebenfalls empfehlen kann. Ich würde in der Space Side anfangen. Ja, für mich immer ein bisschen unterschätzt. Craig Ellachie, der 13er, kriegt man um die 35 Euro, massive Flasche, schönes Design, 46%, zum Farbstoff machen sie ja keine Angaben, aber der ist nicht dunkel, der schmeckt auch nicht, als hätten sie dran rumgepanscht und ganz ehrlich, der 13er ist für den Preis Weltklasse und wenn ihr ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen wollt, der Standard, der 17er ist ein super Whisky. Und ich finde, die machen da alles richtig und das muss einfach mal hervorgehoben werden. Das ist ein Whisky, den viel zu wenig Leute kennen und ja, ich habe irgendwo, damit man sieht, ja, ich habe hier auch schon eine leere rumstehen. Das hier ist eine volle und ich habe auch tatsächlich noch eine auf Vorrat. Also das ist ein Whisky, der lohnt sich für das Geld richtig und kann ich nur jedem empfehlen. Und von das Bayside wandern wir in die Highlands weiter. Auch eine Destillerie, die oft vergessen wird. Ja. Glengarry, 12 Jahre, 48%. Der hat ein bisschen Druck dahinter. Der ist richtig sperrig, würzig, kräutrig, highlandig. Kein Easy Drinking Whisky, aber das ist ein Standard, sage ich mal, mit dem kann man
auch wenn wir ein paar Whisky schon probiert hatten, noch ein klein bisschen ja, spielen und trotzdem ist er easy drinking genug, dass man seine Freude dran hat, einfach sich ein gemütliches Gläschen einzugießen. Auch den hier habe ich schon mehrfach gekauft und liegt ein klein bisschen drüber. Der kostet, glaube ich, aktuell das günstigste Angebot, was ich gesehen habe, war 37-38 €. Trotzdem für mich preislich absolut fair. Die machen da gutes Zeugs. Wenn ihr mehr Geld ausgeben wollt und keine Angst vor Schwefel habt, der 15er, der immer mal wieder kommt und angeblich verschwindet und seit Jahren verfügbar ist, ist auch ein absoluter Geheimtipp. Und der 12er ist so ein richtig solider, leckerer Whisky. Ganz einfach. Und da gibt es auch nichts dran zu motzen. Würde ich jederzeit empfehlen. Ja, bisher habe ich es vermieden, die üblichen Verdächtigen zu nennen. Beim Rauchigen komme ich nicht drüber. Ihr wollt einen Standard stark rauchigen Whisky für einen guten Preis. Ich meine, muss ich da noch irgendwas dazu sagen? Ich meine, das ist Laphroaig Quarter Cask und ich bin ja nicht der Fan von NAS Whiskys. Ich hab's gern, wenn eine Jahreszahl draufsteht und wenn es auch nur 5 Jahre sind. Deshalb bin ich auch Artback absolut nicht böse, dass sie auf den Wee Beast die 5 Jahre draufgeschrieben haben. Was soll ich etwas sagen? Der hier schmeckt mir besser und er ist günstiger. Wenn ihr ein bisschen mehr für einen rauchigen Standard ausgeben wollt, der vielleicht ein bisschen komplexer und weniger aggressiv im Rauch ist, ich habe damit mit dem Gedanken gespielt, den Port Charlotte 10 zu erwähnen, ist mir aber mit den 50 € dann für dieses Video jetzt hier, wo ich wirklich Standards für einen guten Preis empfehle, ein Tick zu teuer gewesen, ist mir das Geld aber persönlich auch wert, muss ich sagen. Aber wenn ihr einen guten Raucher wollt, seit Jahren absolut zuverlässig, solide, der Quarter Cask. Und natürlich möchte ich die Community einbinden und ich gebe den Ball hiermit an die nächsten YouTuber weiter. Was für Standards, wirklich Standards, dauerhaft verfügbare Abfüllungen habt ihr, die ihr auch im Jahre 2021 noch empfehlen könnt? Was würdet ihr vorschlagen? Und ja, vielleicht können wir uns auch hier ein klein bisschen der ausgetretenen Pfade erwehren und ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ich würde für dieses nächste Video den Konstantin von Whisky Enjoy nominieren. Der war das letzte Mal so nett und hat mich in die letzte Challenge reingezogen und jetzt gibt es die kleine Retourkutsche sozusagen. Macht ja Spaß. Und natürlich die Jungs von Whisky and Vinyl in der Hoffnung, dass ich vielleicht wieder zwei Meinungen zu hören kriege, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist diesmal ein bisschen kürzer, es ist diesmal mehr informativ und ja, ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder zu einem richtigen Whisky-Video. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch eure Meinungen da irgendwo in die Kommentare reinhaut. Geschmäcker sind verschieden. Ich bin gespannt. Das sind Whiskys, die ich persönlich mag. Ich bin mir sicher, gerade bei den zwei etwas sperrigeren Speyside Highland Whiskys gibt es Leute, die bevorzugen etwas süffigeres, aber ja, wie gesagt, meine Auswahl und ja, wir sehen uns im nächsten Video, schaltet wieder ein und ja, besucht mich auch auf Twitch, ich stream ab und zu. Bis dann.